Hallo zusammen und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. In dieser Folge heißt es wieder Geschichte, Geschichte und abermals Geschichte. Aber versteht mich da nicht falsch, ich bin immer froh, wenn ich euch etwas Vernünftiges zu unseren Touren und vor allem zu den verlassenen Orten erzählen kann. Eine ganze Menge Story spuckte das Netz zu diesem verlassenen Ort aus und die Location war auch vor Ort recht üppig. Also kommt nun am besten mit auf Tour, den Rest erfahrt ihr wie immer gleich im Video von mir, aber bevor wir reingehen, empfehle ich denen von euch, die uns noch nicht abonniert haben, das jetzt an dieser Stelle nachzuholen. Es lohnt sich für euch, es gibt noch einige viele verlassene Orte, die wir uns anschauen wollen und wir haben noch Unmengen an Videomaterial auf unseren Festplatten umherliegen. Kleiner Spoiler, es reicht für mindestens anderthalb Jahre im Voraus, wenn wir euch jeden Mittwoch eine weitere Folge zeigen. So ist zumindest der Plan. Also unterstützt uns mit einem Abo. Wir danken euch dafür auf jeden Fall sehr. Und jetzt wollte ich sagen, Schluss mit dem Gequatsche und wir gehen rein ins Video. Ich wünsche euch nun viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute geht es um die Fahrradindustrie. Wir zeigen euch einen Fahrrad-, Motorrad-, Nutzfahrzeuge- und Büromaschinenhersteller, aber das war noch längst nicht alles. Es geht also um einen echten Allrounder und sogar späteres Mitglied der Autounion, welche die meisten von euch heute besser kennen unter dem Namen Audi. Aber lasst uns am besten beim Urschleim beginnen. Wir schreiben das Jahr 1885, als die beiden Geschäftsleute Johann und Richard sich mit ihrer Firma am 26. Februar ins Handelsregister eintragen lassen. Auch hier begann natürlich am Anfang alles sehr klein, man reparierte schlichtweg Fahrräder und baute später auch eigene, allein im ersten Jahr sogar 100 Stück. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Ein Jahr später lief nun auch die Serienproduktion an, die ersten eigenen Hochräder wurden hergestellt. Später baute man auch Fahrräder so, wie wir sie heute kennen. Außerdem firmierte man Ende 1896 als Aktiengesellschaft um. Die beiden Fabrikanten wussten eben genau, wo sie hin wollten. Schon ein Jahr vor Firmengründung kauften die beiden das hier gezeigte Grundstück mit einer gesamten Nutzfläche von 19.000 Quadratmetern. 11 Jahre später, 1896, wurde eben dieses Grundstück nun bebaut. Es entstanden das Hauptgebäude als Lagerhaus und Verwaltungstrakt, ein Kesselhaus und Fabrikhallen. Für die Stadt entstand ein prägendes Industriegebiet und für die Bürger entstanden eine Menge Arbeitsplätze. Das Areal war nicht nur gut zu sehen, sondern war auch logistisch gut gelegen, man hatte direkten Zugang zur Bahn und es lag mitten in der Stadt. Nur wenige Jahre vergingen und man war mit über 10.000 Fahrrädern im Jahr eine richtige Größe im Fahrradgeschäft. Der Absatz stimmte, die Fabrikation erfolgte in modernen Stationen und Patente gab es auch, später sogar über 60 Stück, zum Beispiel auch auf Gangschaltungen. Mit der Jahrhundertwende gab die Firma nun so richtig Gas. 1899 startete aus der Not heraus die Serienproduktion von eigenen Fräsmaschinen. Grund war die mangelhafte Genauigkeit der damaligen Hersteller. Präzise Geräte wurden allerdings für die eigene Produktion immer wichtiger, also nahm man es selbst in die Hand. 1902 konstruierte man das erste Einzylinder-Motorrad, aber Motoren sollten später noch interessanter werden. 1904 baute man unter der Eigenmarke Continental nun auch serienmäßig Schreibmaschinen. Später kamen auch verschiedene Addier- und Rechenmaschinen hinzu, die hunderttausendfach verkauft werden sollten und noch bis heute in dem ein oder anderen Keller unverwüstlich betriebsbereit umherstehen. Die Firma stand für absolute Qualität sowie hochwertige und in ihrer Funktion präzise funktionierende Produkte made in Germany. Continental-Schreibmaschinen waren die leisesten auf dem Markt und in ihrer Mechanik unübertroffen. Das frisch gegründete Rennradteam fuhr natürlich mit eigenen Firmenrädern, im späteren Verlauf auch von Sieg zu Sieg. Aber es ging natürlich nicht immer nur nach oben.
Nach der Jahrhundertwende stagnierte der Fahrradverkauf, sodass man nach immer neuen Produktionsfeldern schaute. So entstand 1905 nach zweijähriger Vorbereitungszeit der erste Prototyp eines 12 PS starken Personenkraftwagens. In den Folgejahren ging die Entwicklung der PKWs aber noch immer weiter. Ab 1912, also dem Jahr, als die Titanic unterging, startete nun auch hier die Serienproduktion, die im und während des Ersten Weltkrieges leicht stagnieren sollte. Dennoch konstruierte man nun in immer größeren Mengen. Eine Auflistung gibt an, dass man 1933 über 4000 und 5 Jahre später sogar über 8500 Fahrzeuge verkaufte und zuließ. . 1936 beschäftigte das Werk etwa 7000 Angestellte im Schichtsystem. Ende der 30er Jahre baute man 4 stromlinienförmiger Sportwagen, an denen sich auch die Autounion beteiligte. Die Fahrzeuge waren sehr modern gebaut, Aluminium-Leichtbauweise reduzierte das Leergewicht auf nur 900 Kilogramm. Unter der Haube rührte ein 6-Zylinder-Motor mit 70 PS Leistung, Höchstgeschwindigkeit 160 km pro Stunde. Nur 4 dieser Fahrzeuge wurden gebaut. Zwischen 1912 und 1941 entstanden insgesamt 32 verschiedene Serienfahrzeuge mit 12 bis 16 PS Leistung. Von den 4 Roadstern als Spezialanfertigung in Stromlinienform hat den Krieg keiner überstanden. Heute gibt es lediglich einen originalgetreuen Nachbau im Museum Mobile in Ingolstadt. In der Vorkriegszeit, also dem Zweiten Weltkrieg und dem Beginn der ersten Kriegshandlung in den späten 30ern, baute man eine Vielzahl verschiedener Apparate und Maschinen. Zu nennen sind hier Notenschreibmaschinen, Buchungsmaschinen und Registrierkassen. Man war der größte Produzent für Büromaschinen in ganz Europa und zählte zum 50-jährigen Firmenjubiläum über 100.000 verkaufte Fahrräder, 16.000 Werkzeugmaschinen, 800.000 Addier-, Buchungs- und Rechenmaschinen sowie 27.000 verkaufte Personenkraftwagen. In den Kriegsjahren wurde vor allem ab 1942 durch den Staat die Schreibmaschinenproduktion drastisch reduziert, sodass das Werk mehr Ressourcen für die Rüstung übrig hatte. In dieser Zeit entstanden hier Kreiselkompasse, Zündspulen, ja sogar Maschinenpistolen wurden hier zusammengesetzt und auch die Herstellung der legendären Enigma hat hier stattgefunden. Wer die Enigma nicht kennt, es handelt sich hierbei um ein Chiffriergerät, also um eine Art Verschlüsselungsmaschine, die man im Zweiten Weltkrieg vor allem auf U-Booten und Schiffen verwendet hat. Das Werk überstand den Krieg ohne Bomben und Feuerschäden. Mit nur knapp 500 Angestellten begann man im September 1945 direkt nach dem Krieg mit der Herstellung von Waren des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Kartoffelschälern, Zigarettendrehern, Feuerzeugen, Schuhschoner, Hosenspangen, Haarwickler und verschiedene Scharniere. Am 30. Juni 1946 wurde durch den Volksentscheid das Werk und die Autounion enteignet und im Anschluss zerschlagen. Außerdem kam es zur Demontage als Reparationsleistung. Allein der Schaden durch Reparation belief sich im Werk auf etwa 72 Millionen Reichsmark. Die einzelnen Fabriken wurden zu VEBs umgewandelt. 1948 nahm das Werk dann so langsam wieder seine Fahrt auf und beschäftigte auch wieder über 1000 Mitarbeiter. Auch Schreibmaschinen gingen wieder gut, alleine in diesem Jahr über 8000 Stück. In den Folgejahren änderte sich nun immer wieder die Zugehörigkeit nach Schema F DDR. Natürlich auch das Produktportfolio hatte sich geändert und am Ende auch die Namen. Die Continental-Schreibmaschinen wurden in diesem Werk bis 1955 hergestellt.
bis sie nach Erfurt ausgelagert wurden. Insgesamt gingen von hier aus etwa 2,7 Millionen Schreibmaschinen in die weite Welt. In Westdeutschland ging es übrigens auch weiter und das sogar unter altem Namen. Nur die Autoherstellung strich man aus dem Programm, aber das war auch hier in Ostdeutschland der Fall. Büromaschinen wurden bis Anfang der 90er hergestellt und Fahrräder kann man bis heute sogar online kaufen. Nach den 2000ern kam es zur Insolvenz, aber auch zur erneuten Neugründung. In der hier gezeigten Anlage war vermutlich kurz nach der Wende Schluss, zumindest in den hinteren Teilen. Das Hauptgebäude, übrigens unter Denkmalschutz stehend, hatte zwischenzeitlich verschiedene Zwecke, aber nichts hielt wirklich lang. Letztes Jahr, also 2020, sollte die Anlage endlich verkauft und einer Sanierung zugeführt werden, aber es scheiterte am Preis. Ob man sich nun endlich einigen konnte und was mit dem Areal passiert, werden wir wohl in der Zukunft sehen. Die vielen Gebäude waren wirklich sehr, sehr groß, einige auch schon sehr verfallen. Natürlich boten sie viel natürlichen, also durch Witterung und Natur entstehenden Verfall, bedeutet, es gab viel zu filmen und viel zu fotografieren. Aber kommen wir nun zur finalen Frage. Was hättet ihr aus der Anlage gemacht? Würdet ihr wieder eine Fabrik draus machen? Würdet ihr da drinnen Lofts reinbauen? Ich bin gespannt, was ihr draus gemacht hättet. Ich wünsche euch nun alles Gute, bleibt gesund, vergesst nicht, uns zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und wenn euch natürlich verlassene Orte interessieren, dann schaut doch auch gerne auf unseren Kanal, dort findet ihr bald 90 Folgen. Jetzt gibt es im Nachhinein noch einige Bilder, die wir hier schießen konnten. Wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.